In diesem Video gebe ich dir 5 Tipps, mit denen du in der mündlichen Abiturprüfung eine 1 plus erzielen wirst. Viel Spaß! Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Bevor wir starten, möchte ich mich bei euch bedanken. Es ist unglaublich, wie schnell dieser Channel wächst und das natürlich dank euch. Ich verspreche euch, dass ich mich in Zukunft noch mehr reinhängen werde und jeden von euch auf dem Weg zum Einserschnitt unterstützen werde. Lasst uns starten. Ich habe damals problemlos 15 Punkte in der mündlichen Abiturprüfung geholt. So hat auch die mündliche Abiturprüfung zu meinem 0,8er Abitur beigetragen. Die 5 Tipps, die mir dabei geholfen haben, die werde ich dir heute geben. Tipp Nummer 1, bereite dich optimal vor. Vorbereitung ist das A und O. Fang am besten schon 2 Wochen vor der Prüfung an, dich intensiv vorzubereiten. Die genaue Vorgehensweise für die Vorbereitung, die würde hier den Rahmen auf YouTube komplett sprengen. Dazu gehören Mindmaps, dazu gehört der richtige Lernrhythmus. Ich habe dazu ein Video auf meiner Lernplattform gemacht, das kannst du dir gerne ansehen. Ich habe aber direkt schon 2 sehr wichtige Tipps für dich mitgebracht für die Vorbereitung. Tipp Nummer 1 für die Vorbereitung, simuliere eine Prüfungssituation. Mach das Ganze mit deinen Eltern oder mit deiner Familie, mit Mitschülern, mit Freunden. Stell die Prüfungssituation nach. So kannst du dich schon an die Situation gewöhnen und es überrascht dich dann nicht mehr, wenn du in dieser Situation drin bist. Tipp Nummer 2, stell dir die Prüfungssituation vor. Visualisiere, wie du es schaffst, die Prüfungssituation zu meistern. Ja? Komm weg von den negativen Gedanken, dass du einen Blackout hast, dass du in der Prüfung verkackst. Stell dir vor, wie du in die Prüfung kommst und wie du die Prüfung meisterst. Ja, wir werden, was wir denken. Wenn du dir solche positiven Gedanken machst und dir das vorstellst, dann wird dich dein Unterbewusstsein auch zu dieser guten Situation hinführen. Tipp Nummer 2, ziele auf den Erwartungshorizont ab. Die Prüfung beginnt, du hast 30 Minuten Zeit, die Aufgaben zu bearbeiten, die dir gegeben wurden. Dann hast du 10 Minuten Zeit, eine Präsentation zu halten und danach 10 Minuten lang werden dir Fragen gestellt. Was ist nun das Ziel, wenn du eine 1 plus in der mündlichen Abiturprüfung erzielen willst? Es geht darum, dass du so viele Punkte im Erwartungshorizont triffst wie möglich. Ja? Dein Prüfer macht nichts anderes, als dort zu sitzen und sich anzuhören, was du sagst, um mit dem Erwartungshorizont zu vergleichen. Hat er gesagt, richtig, Punkt. Hat er gesagt, richtig, Punkt. Deine Aufgabe ist es also, im Kopf zu behalten, ich ziele auf den Erwartungshorizont ab und versuche, so viele Punkte wie möglich zu treffen. Wenn du das schaffst, hast du nur 1 plus sicher. Ist ein ganz einfaches Spiel. Frag dementsprechend mal deinen Lehrer, ob er dir eine Altprüfung geben kann, eine alte mündliche Prüfung und ganz wichtig, den Erwartungshorizont, damit du damit mal üben kannst. Tipp Nummer 3, arbeite so strukturiert wie möglich. Schreib keinen Fließtext. Mach dir Stichpunkte, kurz, bündig, geordnet, sodass du die Stichpunkte direkt in deiner Präsentation nutzen kannst. Ganz wichtig, jeder Stichpunkt, den du aufschreibst, sollte einen Wert haben. Denk an Tipp 2, du zielst immer auf den Erwartungshorizont ab. Schreib also wertvolle, kurze Stichpunkte auf, die du vortragen kannst. Schreib den ersten Satz, den du nachher vorträgst, ruhig aus, damit du locker in die Präsentation reinkommst und ein gutes Gefühl hast. Tipp Nummer 4, nutze die richtige Körpersprache. Sobald die Bearbeitungszeit abgelaufen ist, wirst du in den Prüfungsraum gebracht. Ab diesem Moment beginnt die Prüfung, weil deine Prüfer dich sehen. Zeig Selbstbewusstsein, Brust raus, Kopf geradeaus, Lächeln aufsetzen. Ein Lächeln zu den Prüfern rüberwerfen, grüßen, guten Morgen, hinsetzen, durchatmen. Blickkontakt zu den Prüfern. Und dann schweigen und zuhören. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der mündlichen Prüfung. Hör genau zu, denn so bekommst du letztlich auch deine Arbeitsanweisungen. Sprich langsam und ruhig. Lass deinen Prüfer aussprechen. Mach nach jeder längeren Aussage von dir eine Atempause. Atme einmal ein und dann sprich weiter. Atmen ist ein extrem wichtiger Aspekt. Ohne Atmung kein Sauerstoff, keine Zellatmung, kein ATP, keine Energiewährung, dementsprechend keine Energie, dann gibt es einen Blackout. Deshalb haben die meisten Schüler einen Blackout. Also atmen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ems, wie du jetzt gerade gesehen hast, ich wusste jetzt gerade nicht, was ich als nächstes sagen soll. Ich habe aber nicht gesagt,
Sowas wirst du in meinen Videos nicht sehen. Ich mache stattdessen eine kurze Atempause. Okay? Statt M mach eine Pause und dann sprich weiter. Unsere Körpersprache ist zu 55% dafür ursächlich, wie unsere Mitmenschen uns bewerten. Wie du siehst, ich nutze meine Hände, um meine Aussagen zu unterstreichen. Wenn du da stehst, wie so ein Nasser sagt, ich kriege eh eine 5 und schon so eine Einstellung hast, dann wirst du auch eine 5 bekommen, weil du das schon anziehst, ja, mit deiner Ausstrahlung. Wenn du da stehst, selbstbewusst, wenn du da sitzt, selbstbewusst und so präsentierst, dann repräsentierst du auch diese Einstellung und die Mitmenschen werden dich auch so wahrnehmen. Tipp Nummer 5, bleib gelassen. Ich sage extra nicht, hab keine Angst. Das ist ein total bescheuerter Tipp. Natürlich bist du aufgeregt. Auch ich bin aufgeregt gewesen. Es geht hier ums Abitur und das ist ein wichtiger Schritt. Ja, behalt nur im Hinterkopf, dass deine Prüfer schon hunderte Schüler geprüft haben. Und jeder Schüler ist normalerweise aufgeregt. Dementsprechend, wenn du so aufgeregt bist, dann teilst du doch einfach deinen Prüfer mit. Ja, das wird jeder Prüfer nachvollziehen und oft ist es schon sehr hilfreich, wenn du das Ganze aussprichst. Wenn du eine Frage nicht verstehst, frag nach. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Und vor allen Dingen, lächle. Ein Lächeln ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen und du wirst direkt merken, du bist viel entspannter, die Situation lockert sich, du wirst wieder kreativer und dir fallen neue Ideen und natürlich auch Antworten ein. Das waren meine 5 Tipps für eine 1+ in der mündlichen Abiturprüfung. Ich bin mir absolut sicher, dass du diese Prüfung meistern wirst und mit einer sehr guten Leistung nach Hause gehen wirst. Ich wünsche dir viel Erfolg und schreib mir unbedingt in die Kommentare, wie es bei dir gelaufen ist. Wenn du dein Abi noch vor dir hast und dir dieses Video jetzt schon ansiehst, dann gratuliere ich dir zu deinem Engagement. Wenn du jetzt richtig durchstarten willst, dann sieh dir unbedingt mein kostenloses Webinar für Bestnoten an. Den Link dazu findest du hier. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich. Bis dahin, dein Erfolgscoach Joe.